Willkommen zurück, meine kleinen Bitches, zu Minecraft Empires. Wir sind jetzt wieder zu zweit, der Onkel Ete und ich. Wir sind hier wieder am Start für euch. Da ist er. Hi. Nick mal. Du sollst nicken. Wunderbar. Wie ist es schon denn? Das macht dann echt auch so. wie meine Haare gerade geflogen sind. So, wir müssen hier drinnen noch Beleuchtung anbringen. Das habe ich gerade vergessen. Oh, hier habe ich sogar Boden vergessen. Oh. So, und was machen wir denn jetzt? Mal überlegen. Wir wollen jetzt, haben nicht. Mir ist uns gerade spontan nichts eingefallen, was wir jetzt bauen können. Das heißt, wir werden random Dinge finden und uns beschäftigen. So, erstmal müssen wir hier noch im Lagerhaus ein paar Kisten stellen. Die stellen wir hier hin. Ete, hier hast du einen Block, den kannst du nehmen. Hier stelle ich auch noch ein paar hin. Soll das schon so ein bisschen lagermäßig hier sein. Es ist ja ein Lagerhaus, wo dann ein paar Sachen schon gelagert werden, vorgelagert werden und so, ne? Wir sollten aufpassen, weil Fenster und so, die haften ja daran an den Blöcken. Connected Textures und so. Und die Connected Textures ist ja für den Säulen. So. Ups, oder? ja, klar. An die Mauer hier zum Beispiel dürfen wir nämlich nichts ranstellen. Stellen wir eine einzelne hin, nehmen wir auch noch ein paar hin. Ups, oder? So, das wird reichen, oder? Ja, klar, das reicht. Wunderbar. Oh, das ist voll. Hätten wir das nämlich. Hier ist mir noch ein bisschen zu dunkel eigentlich, müssen wir heute mal schauen. So, dann machen wir jetzt noch hier einmal Quarz hin. Normalen. Können wir ein bisschen schauen. Jetzt werden wir nur ein bisschen Feinarbeiten machen, bevor wir jetzt den längeren Cut setzen. Das ist wie das Ende einer Ära. Ja, irgendwie ist es schon merkwürdig, wenn wir dann einfach jetzt hier, keine Ahnung. Also, wir haben jetzt den Kurs nach den 18. wieder aufnehmen, werden wir höchstwahrscheinlich nochmal kurz vor der Gamescom. Ganz kurz davor, das sieht ja merkwürdig aus. Hier neben dem Konto, da war gerade so eine Spinne, die durch die Shader so einen komischen Schatten hat. Vor der Gamescom noch mal kurz ein paar Folgen aufnehmen, dass ich da wirklich dann noch mal Folgen habe und keinen Aussetzer kriege wieder. Ja, aber ansonsten. Gut, hätte man nämlich das jetzt nämlich auch, der Konto steht. Da bin ich richtig glücklich drüber, dass der erst fertig ist. So, da wollten wir nämlich erst einen Baum hinpflanzen hier vorne, das können wir hier noch mal. Ich finde diese Kisten so immer. So. Soll ich hier noch ein paar Kisten hinstellen und sowas? Zack. Zack, boom, bang. Also ich muss sagen, ich bin schon richtig zufrieden mit unserem kleinen Hafen, ne? Das schaut schon richtig gut aus. Vor allem mit dem Shader. Ich bin schon richtig stolz auf uns. Das ist immer so tierisch warm. Ich gebe gleich Umvorhitzer. Jetzt habe ich gleich eine Hose an. Nein, ich ziehe mir meine Hose gerade nicht aus. Nein. Nein. Tue ich nicht. oh, es ist ein Gefühl von Freiheit, das glaubst du gar nicht. Okay, wir müssen. der liebe Corona hatte mich ja hier ein bisschen getrollt und hat hier Knöpfe dran gebracht. Das sieht an sich ganz cool aus. Die würde ich gerne hier drüben auch noch dran bringen. Ich werde gerade gerufen. Ete, ich blende mal deine Sicht hier ein und muss kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Mhm. Mann. Ja, Leute, was machen wir jetzt so? Da ist ein Frosch. Okay, war nicht lustig.
Geh weg. Jetzt hat er mich alleine gelassen. Mag Züge und so, ne? Nein. Sorry, wenn ich nicht weiß, was ich mit euch reden soll. Ja, wie ihr seht, der Hafen ist eigentlich soweit fertig, was der Ente schon gesagt hat. Ich meine, es sieht echt... Nein! Ich weiß, ja. Was bist du denn? Das Wagen hier drinnen. Der behindert. So, Alter, Eta, ist da richtig viel Kisten unten in den Bäumen, oder? Ich warte mal. Die. Ja. Ja, ja. Die hier finde ich zu viel. So. Ich wusste jetzt nicht, was ich erzählen sollte. Ich habe einfach erzählt, dass der Hafen toll ist und dass du scheiße bist. Okay, werde ich mir eine Aufnahme anhören. So, jetzt überlegen, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt, wann haben wir eigentlich angefangen aufzunehmen? Wir haben Viertel angefangen aufzunehmen. Die Goldblöcke hast du entfernt. Ne? Mhm. Hier, ich kann das hier schon mal weg. Das da. Ja. Ja. Goldblöcke sind auch so weit weg. Aquädukt würde ich jetzt hier nicht mehr umbauen. Ne, das machen wir jetzt nicht mehr. Dauert zu lange. Wir könnten anfangen, das Schiff unter Wasser zu bauen. Lass das machen. Was Wasser rausmachen. Geht aber ganz schnell. So, die Axt. Okay, klemmen jetzt nämlich auch mal das Wasser. So, jetzt zeigen wir mal, wie das geht. Hier machen wir jetzt mal wasserdicht. So, das müssen wir jetzt einmal hier rüberziehen. Ete wird mir da bestimmt ganz gern bei helfen. Warte, was brauche ich denn für einen Block? Ist egal. Ich habe jetzt auch mal orange Wolle genommen. Magst du orange? Nein, ich hasse dich. Ist ich orange? Ja. Hab ich meinen Block weggeschmissen, damit habe ich es heute. Ja, aber auf die Höhe, das reicht dann schon hin. So. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Machen wir kurz Tag. Bam. Nighttime! Edison kaputt! Edison kaputt! Nein. Doch. I play nur Nighttime and Daytime. Ich hänge unter dem Schiff fest. Ah, jetzt geht's wieder. Hängt da, wir müssen die ganzen Blöcke noch wieder entfernen, ne? Aber so geht es wirklich am schnellsten. Und am bequemsten. Mach mit World Edit. Man sieht da wirklich, welche Wolle er benutzt hat und welche ich benutzt habe, ne? Gar nicht. Nein, gar nicht. Aber jetzt ein Leck haben, hat er Schuld. Ja. So müsste es eigentlich passen, ne? Theoretisch. Nee, ab hier darf ich nicht. Jetzt muss das Wasser abklemmen. Ja, jetzt klemme ich das Wasser nicht ab. Das ist, hier. Fällt auf, Alter, wenn das Schiff runterfallen wird, dann. Scheiß Physik, ey. Das ist total unnötig, dass ich das so hoch mache, aber ist egal. So, und dann machen wir das Ganze nochmal hier. Das muss dann auch erstmal so bleiben. So, Achtung. Replace. Unterschied jetzt. Water. Null. Achtung, los geht's! Unterschied jetzt. Pum, und schon fallen die Fische runter. So. Das Schiff einfach mal in der Luft hängt. Hier sind überall Tiere. Ich glaube, wir sollten sie töten. Ist jetzt echt noch eine Fetze über?
So hast du die da hingesetzt. Nein, habe ich nicht. Im Ernst? Ja, dann müssen wir es nochmal rückgängig machen. So, dann machen wir es nämlich folgendes. Entschuldigung, ich mach wieder dicht. Was hast du gemacht? Als wenn hier wer fliegt, der denkt, wir haben einen Knall. Wir haben so einen schönen Hafen, dann reißt man da voll das Loch rein. Das ist das Nicht-Schwimmerbecken. Sowieso. So, dann brauchen wir nämlich erstmal das Inventar. Und dann das Holz der Schiffe. Zum. Und dann müssen wir gucken, wie bauen wir das Schiff am besten? Am besten so im, mit Stein. Im Boden steckend. So, dass nur noch das Vorderstück oder das Hinterstück rausguckt. Ja, das wäre eine gute Idee. Machen wir es jetzt einfach mal so. Welche Blöcke sind denn das? Macht einfach hier den Mausradklick drauf. Ja, stimmt ja. Akazienholz. Richtig. Ich habe keinen Plan, was ich baue, ne? Ich mache gerade einfach irgendwas. Ja, aus wie so ein Tempel. Aus Atlantis? Ja, ja, klar, kurz Atlantis nach. Sieht total scheiße aus. Ist das? Das soll das Vorderteil von einem Schiff darstellen, du Homo. Das sieht aus wie eine Treppe. Ich weiß, reiß wieder weg. Meine Maus spinnt. Was ist, warum spinnt die Maus? Kann man zu der Computermaus auch Ratte sagen? Und wenn du sie mir vorne am Knuddel nennst. Halbknuddel, Ratte. Oh Gott. Also auf, wir machen. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ja, auch. Bleib mal da stehen. Jetzt will ich nicht mehr. Oh. Ente? Ja. Da war Wasser. Nein, nein, da war kein Wasser. Da war kein Wasser. Ey, wer bist denn du? Das ist deine Mutter. Ich hab geplinkt, Leute. Wasser verschwindet. Zum Waschen da. Viral und Fiedel da oder so ähnlich. Fallari und Fallara. Auch zum Entenputzen. Ich guck einfach nochmal zu. Ja. Ich weiß nicht, was er hier bauen will. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Das ist das Berg, das Schiff soll halt so ein bisschen im Berg mit drinnen stecken schon. Dass das schon so vom Land wieder übernommen wurde. Nighttime. Bedtime. Bedtime. Wow, Sonne. Aber das ist jetzt das Vorderstück, ja? Oder hinter, ich würde sagen Vorderstück, oder? Man hätte ja natürlich auch. Da musst du jetzt hier noch hier. Da muss jetzt einer rein. Ne, man hätte jetzt hier das hier noch wegreißen können, ein bisschen mehr. Hätte man noch verlängern können. Bauen wir nämlich jetzt hier. Ich bin bei sowas total unkreativ, das Problem. Vor allem erst mal Schiffe bauen und dann noch sowas. Überleg mal, wir hätten jetzt hier noch Wasser. Da hätte ich schon wieder aufgegeben. Erst ein Ente mag kein Wasser. Ne, Wasser nervt mich beim Bauen. Warte mal, noch nicht hochziehen. Noch ein bisschen länger ziehen. Können wir das jetzt nämlich noch jeweils um 2 erweitern? Jetzt sieht das nämlich schon ein bisschen größer aus. Ja, da können wir dann das Ding einem Klotz noch dranhängen. Dann kannst du da dranhängen. Das ist wie ein Ofen. Zum Schluss sieht das bestimmt total schön aus. Wenn ich hab da Pech gehabt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, oder vielleicht habt ihr schon mal eins gebaut und ihr habt bessere Ideen. Könnt ihr mir mal schreiben? Wir haben sowas schon mal gebaut. Du machst es voll scheiße. Mach's besser, wie denn? Sagen wir dir nicht. So in etwa, ja. So, hier kommt der Mast hin. Welchen Holz hatten wir da? Welchen Holz? Ey Junge, was schaut's hatten wir da? Selben, oder? Ja, Akazienstamm. Ne, wir hatten den Stamm.
gucken, wie hoch wir gehen dürfen, bevor das Ding da oben anschlägt. Das kann ja ruhig noch, übrigens, wisst ihr, Ether, das könntest du mal machen. Das Segel muss blau-weiß gestreift sein. Ja. Oder mach hellgrau ja, draus. Ich mach schon weiße Wolle. Nee, hellgrau. Ach, das ist hell. Ja, hellgrau. Ja, nimm hellgrau, das sieht gut aus. Wo hab ich denn den? Und ganz oben fängst du an mit hellgrau. Gestreift von oben nach unten, ja? Ja. Gut. So. Okay. Kekse. Gibt keine Kekse. Du warst böse. Wo war ich böse? Baum. Genau da. Was? Ja. Hä? Ja, du weißt, was ich meine. Frauen. Wusstest du? So, jetzt baue ich ein Segel und reiße es danach wieder weg. Das ist richtig OP. Aber es muss ja so ein bisschen tot aussehen. Ups. Kein Problem, komm her. Der, jetzt brauche ich eine Leiter. Bleib nicht. Nein, ich bin gerade beschäftigt, danke. Du bist ja ein Strumpf. Nee, Strich. Zeichner. Gott. Zäune. Wie hätte ich die Zäune da angebracht, sag mal. Fertig. Auch gleich da. Irgendwie, ach nee, es war so. Das gefällt mir sogar. Ach, du hast jetzt so rumgemacht. Ich hab's genau anders rumgemacht. Oh, Scheiße. Du weißt schon, dass das so viel logischer ist, ne? Oh mein Gott. Wir lassen das hier so, das da unten ist ein altes Schiff, das war früher so. Neue deutsche Rechtschreibung. Oh, fuck. Ist auch schon die Ende. Lass es einfach so enden. Ah, Scheiße. Was machst du da? Wasser füllen. Wir hätten auch einfach vorher die Blöcke wegnehmen können. Wäre auch voll der Plan gewesen. Ja. Nein, ich hab was nicht bedacht. Siehst du das, was ich sehe? Mein Schiff ist weg. Ich hasse euch alle. Oh Mann. Wir können von einfach so bauen. Das ist doch voll scheiße. Oh Mann, ey, ich hasse euch. Enter. Scheißspiel. Ja. Dein Schiff. Ich weiß, dass da Wasser ist, halt's Maul. Ja, da ist Wasser und dein Schiff ist weg. Mit dem Mund, ey, ich werd die so töten. Wisst ihr, was jetzt lustig wäre? Was? Flutet den Kanal! Flutet den Kanal! Alter, ich saß hier. Oh, mit dem Scheiß. Es ist schon verdammt dunkel hier unten. Ah, jetzt wird's heller. Ey, hör auf damit, Mann! Jetzt ist es spät. Die Strömung wird nicht mehr aufhören. Lass das von mir aus, ist mir scheißegal. Mir ist alles egal. Alles scheißegal. Oh, Ente sauer. Halt's Maul, fick dich. Ich hol die kleinen Mädchen, die mich am Telefon verarscht haben. Weg. So, guck mal, Ente ist schon wieder weg. Halt's Maul. Wo ist das weg? Wo ist das weg? Ne, guck mal, geht doch schon weg. Halt Maul. Geht schon
Muss ich das scheiß Segel nochmal bauen? Kannst du ja diesmal richtig rumbauen. Ja. Ich brauch schon wieder Falsch. Oh Gott. Mach's einfach so, wie du denkst. Ich brauch's wieder falsch rum, ganz einfach. Aus Protest jetzt oder was? Ja. Nein, ich werde weggespült. So, jetzt füllen wir das Wasser per Hand ein. Mauern wegschlagen. Okay. Flutet den Damm. Flutet den Damm. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Flutet ihn, bis er ihn getötet. Hä? Geh da rüber. Ich mach da drüben. Nein, ich werde mit runtergespült. Ah, Ente, hilf mir. Ich werde okay, ertrinken. Warte. Ich helfe dir beim Steiner runterspülen. Ente. Hey, Creeper. Ente. Würde mich sogar saufen lassen, der Vogel. Ich hab ne Idee. Du bist so ein Penner. Schau, dass der Creeper weg ist. Noch habe ich eine Chance. Was war das? Das war der Creeper. Im Ernst? Ich habe dir gerade den Game Mode wieder gegeben gehabt. Wo bist du gespawnt? Spawn. Ja, das ist ja nicht weit. Sag mal einer, wir haben keinen Spaß hier. Ne? Ja, gut. Jetzt brauche ich die Höhe, dann mache ich das jetzt einfach ganz anders. Mit dem Eimer aufkippen oder was? Ne. Auch noch Word, weil Wasser mit normal setzen ist echt nicht cool. Wer war das? Wer war was? Keine Ahnung. Ach scheiße, da muss ich ja... Ente, guck mal! Hä? Hab kein Hähnchenloch gefunden. Im Ernst? Nein. Es kann sein, dass der Server jetzt ein bisschen ruckelt, aber das Wasser, weil ich habe jetzt einfach nur eine Wasserschicht nach oben drauf gesetzt. Das ist wiederum Heißzeit. Oh scheiße, ich habe ein Problem. Warte, muss ich auch was einmal nehmen. Das Wasser nach unten fließt jetzt erstmal ein bisschen. So, hier auch nochmal. Wasser ist zum Nein, du Wasser ist nicht zum Waschen da. Nein? Nein, wir waschen uns nicht, wir sind Gamer. Wir müssen doch den Anspruch, wir müssen doch den Regeln von RTL gerecht werden. Ah, nein, ist es nicht. Okay, lass mal gucken. Wieso fließt sie immer noch? Ich muss hier Licht machen, warte mal. Lass die Goldsteine mal unten, dann sieht man das Schiff wenigstens. Naja, mache ich ja eh. Wollte ich eh machen. Mir geht es halt nur gerade darum, dass hier überall noch Strömungen unter dem Segel sind. Würde ich mich extrem stören. Ja, die werde ich halt anders setzen gerade noch. Da unten, wo es so hell leuchtet, sieht man den Rubber Duck ELP. Ups. So, dann brauche ich einen Teppich, der ungefähr diese Farbe hat. Hallo. Scheiße. Scheiße. Hallo. Scheiße. 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 Mann, das hält nicht.
So, shitty shit. Atemlos. Okay, zweiter Punkt. Das funktioniert, weißt du? Was denn? Eine Falte drüber gesetzt. Auf zu. Du auf. Auf zu. Auf zu. Auf zu. Auf zu. Guck mal, voll realistisch. Eine Fackel unter Wasser. Wo? Hier oben. Wo? Hey, guck mal, ich bin als Vakuum, hier ist kein Wasser. Ja, ja, wegen der Leiter. Zählt das ganze Block. Boah, es schaut doch schon ganz nice aus jetzt. Sound. Endlich kommen wir nicht raus. Haben wir schön gemacht. Haben wir mal gut hingekriegt, ne? Darfst du auf die Schulter klopfen. So, jetzt mache ich jetzt Knöpfe fertig und dann cutten wir. Was? Wo bist du? Wachtürme. Welche? Die großen. Eingangstor. Hat Corona gemacht gehabt hier einfach mal so und das sieht echt nicht schlecht aus. Wie, der baut hier dran rum? Ja, einfach so als nicht da war, der das mal dran geklatscht, der hat dann den anderen Turm. Und ich finde, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nein, ist ja richtig. Ärger ihn ja auch immer nur Spaß. Ja, richtig. So. Gut, halt, hier muss noch was rein. Ich mache jetzt da noch Platz und Feinschliff. Einmal dorthin und einmal dorthin und dann machen wir hier mal kurz zu. Ethos ist da irgendwie okay. Willst du da hinsetzen? Normale Blöcke, ja. So, da ich nochmal eine Fackel, hier mal eine Fackel. Okay, komm raus. Glas. Gut. Das wird, sieht immer geil aus. Oh ja. Guckst du mal von oben an. Ich muss eh noch ein Screen machen. Vor allem das Segel ist jetzt ein bisschen anders, ne? Achso, was wir noch machen sollten, wollten, tun, ist eines, und zwar erstmal das Inventar leer. Dann benötige ich einmal diese und einmal diese. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun, aber... Ist das? Hey. Warte, dann brauchen wir andere. Da brauchen wir Zäune für. Oh. Ah. Wir müssen uns ja irgendwie erkenntlich erzeigen, dass wir hier sind. Rot, rot, schwarz, weiß? Nein. Schwarz, weiß, rot meine ich. So. Die schwarz-weiß-rote Fahne. Dasselbe müssten wir eigentlich auch hier drauf machen. Ja, das lassen wir. Ja, wir haben wir ja da kommt Totenkopf drauf. An den Wachturm mache ich das noch einmal dran. Hier in der Mitte, genau da. Ja, ich hätte es eigentlich hier gemacht jetzt so. Okay. Hier haben wir es gemacht, weiß. Hier können wir es machen. So. Dann machen wir da hinten nämlich auch Mauern hin, dass die glaube ich besser aussetzen soll. Wo steht. Denn? Beim Kontor. Ja. So, weil wir cutten dann jetzt. Und wenn es erstmal eine Weile nicht aufnehmen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn jetzt noch so wollt. Hier in dem Projekt, was wir so machen wollen. Wir wollen jetzt noch da die Akropolis, noch die Ringe richtig bauen. Dann wollen wir noch den Weg zu der, zur Aquädukt. Die Akropolis hier hinten mit dem Hafen verbinden, dass es auch schon mal steht. Und der Hafen sieht schon richtig nice aus, muss ich schon sagen. Ganz im Ernst, es sieht richtig gut aus. Dann können wir das Projekt Hafen bald beenden und ist es nicht mehr. Ja, viel ist es nicht mehr. Ich würde sagen, 3-4 Folgen werden wir hier nochmal reinklatschen. Und dann beginnen wir was Neues. Richtig, dann werden wir ein neues Kapitel aufschlagen, werden nämlich die Innenstadt anfangen. Ich denke mal, das Hafengebäude ist schon ein echt guter Anfang. Ja, definitiv. Gut, dann mache ich jetzt hier noch einen Screenshot von. Machen wir eben so. Wunderbar. Und dann hoffe ich, hat's gefreut. Lasst ein Like und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft Empires, die hoffentlich bald kommen wird. Und dann bis dann, euer AKLP und das. Der Ether. Genau der. Bis dann und ciao. Ciao.